Willkommen zurück zu Let's Play Digimon Story Cyber Sleuth. Mir ist was eingefallen, nämlich dass ich glaube ich von den Settings her die Billionär-Dingens nicht mehr habe. Ja. Habe ich die Lucemon abgenommen rechtzeitig oder hat die das. Jetzt, hat Lucemon das Ding jetzt noch dabei? Ja, Lucemon hat das Ding noch dabei. Na gut. Wir befinden uns im Metropolitan Building. Und ich glaube, wir befinden uns gerade in Floor 27, okay. Ich habe leider gerade so ein bisschen den Überblick verloren, weil ich jetzt wieder 2 Tage lang nicht aufgenommen habe. Aber ich glaube, wir wollten hier weitermachen. So, schauen wir mal. Da unten ist auf jeden Fall schon mal ein Item, das sagt also schon mal was Praktisches aus. So. Hier können wir jetzt runterhüpfen. Wollen wir das? Das ist die andere Frage. Mal kurz wieder einen kleinen Überblick verschaffen. Hier wieder runterhüpfe. Ein Saber Leomon. Das ist cool. Du hast trotzdem erstmal den da. Das ist doch nicht wirklich was Gutes gegen die beiden, ne? Machen wir einfach eine Terra Force, das sollte schon irgendwie klappen. Oder auch nicht wirklich. Schade. Okay, ein Acceleration Boost, das stört nicht, weil du bist nächste Runde eh down. Und du greifst den an, der mir auch egal ist. Power Energy, okay. So, wir machen hier einen Wolken. Wolk-Napalm. Jawohl. Du erledigst das Ding. Und ihr solltet jetzt zu dritt in der Lage sein, ja, definitiv das Ding wegzumachen. Wunderbar. So. Die Frage ist jetzt halt weiterhin: Wo soll ich lang? Wo kann ich lang? Wo bringt es mir weiterzugehen? Da ich jetzt auch nicht mehr genau weiß, wo ich denn schon war und wo nicht, könnte das etwas problematischer werden. So, trotzdem einmal hier unten schauen. Hier ist nichts, okay. Okay, du wieder. Da ich natürlich mit dir jetzt weniger zu melden, aber komm. Einmal Great Tornado sollte das Ganze richten. Black Walk Raymond ist jetzt schon Level 70. Wir sind momentan echt gut dabei. Ich will nochmal kurz auf die Cam gucken. Okay. Also an der Cam muss ich an sich noch ein bisschen arbeiten. Okay, hier haben wir ein Item. Und da unten auch. Das heißt, wir waren da unten in dem unteren Rängen noch nicht so wirklich. So, jetzt habe ich hier natürlich nichts Sinnvolles mehr. Aber hey, das funktioniert ja auch irgendwie. Hydro Water macht natürlich weniger Sinn. Life Drain. Aua. So, du darfst dann den mal fertig machen. Das sollten wir mit 3 Mal schon klappen. Und ihr haut jetzt einfach dieses Grand Kawagamon K.O. So. Stimmt, wir haben Mega Kabuterimons Digitation noch nicht gesehen. Das könnte tatsächlich zu Grand Quagamon werden, wobei mir es gerade einfach nicht mehr einfällt. Ne, es wird zu Herkules Kabuterimon. Ich erzähle schon wieder Sachen. Natürlich wird es zu Herkules Kabuterimon und sowas denn sonst. So, hier gehe ich mal kurz langsam hin. Ja. Okay, ich glaube, wir sind hier relativ richtig.
auf 28, um das Item zu holen. Hit Boost 5, okay. Und jetzt auf den 29. Floor. Okay. So, und ich vermute mal, dass wir von hier aus jetzt weiter können. Genau so ist es. Perfekt. So. Das kommt gerade sogar sehr gelegen hier. Das Digilab. Damit ich nämlich einfach mal das mal mitnehmen kann. Um mir den Billionaire-USB zu holen. Den ich jetzt erstmal dir geben werde. So, danach darf Lusmon auch wieder dahin und dann wollen wir mal ein bisschen wieder digitieren schauen. Wie gesagt, Level 70, es bringt halt jetzt gerade nichts weiter, es steigt halt jetzt einfach erstmal nur ein Level, das ist aber gut so. Morgramon genauso. So, Gigadramon. Was ist denn das bitte für ein Digimon? Round Locomon, what the fuck, ein Zug. Okay, er hat Verteidigung um 15%, das ist nicht schlecht. Aber okay. Kann das weiter digitieren? Nö. Okay, dann digitieren wir bitte wieder zurück. Kein Digimon, was ich jetzt unbedingt haben möchte. So. Du musst eh noch ein bisschen. Du brauchst auch Level 60. Das wäre Garurumon Black, da wollen wir nochmal gucken. Verteidigung 135. Da muss ich kurz was gucken. Da fehlt noch einiges. Ich möchte dich aber möglichst bald digitieren. Das heißt, ich müsste dich mal in eine Farm packen, bei der ich dann Verteidigung trainieren lasse. Also hier habe ich ja das Zeug drin. Das heißt, ihr trainiert schön. Gar keine Farmguts drin. P. Hier ist wahrscheinlich auch nichts drin, oder? Mhm. Gut, dann machen wir das bei dem zweiten rein wieder. Come on. Nein, Farm Goods. So. Wollen hier Dev-Sachen drin haben. Und der Leader soll möglichst auch ein Defender sein. Da ist aber natürlich gerade keiner da. Hm. So, und dann kommen wir Garum und Black halt erstmal hierher. In der Hoffnung, dass ich dir überhaupt noch Punkte verteilen kann. Das ist nämlich noch so die Frage. Warte mal. Items. Da-da-da-da-dum. Natürlich auch einfach ein Defender-Patch geben, ne? Wie sieht's denn jetzt aus? 137. Also ein bisschen besser schon. Trotzdem reicht das noch nicht. Kein Effekt. Das hat auch keinen Effekt.
Na gut, da muss ich erstmal schauen und hoffen, dass es funktioniert. Ich glaube fast eher nicht, aber wie gesagt, einfach mal schauen. So, jetzt wollen wir aber noch weiter gucken hier. Miotismon. Du könntest nämlich jetzt zu einem Venomiotismon werden. Na wunderbar, dann wirst du das auch mal. Oh yeah. Nightmare Soldiers. Increases Damage von Dark Seals um 15. Okay. Physischer Angriff 135 Schaden gegen einen Gegner und 30% ihn zu vergiften. Cool, cool. Trotzdem wirst du erstmal wieder zurück zum Miotismon. Aber wir wollen nämlich sehen, ob wir da noch einen Barbarmon draus machen können. So. Okay. Lysumon, wie gesagt. Wird noch eine Weile dauern. Sylphmon. Könnte tatsächlich jetzt digitieren zu dem, was ich wollte. Da bin ich jetzt mal gespannt, was Sylphmon wird. Valkyriemon. Okay, das kannte ich ja sogar schon. Stimmt, das macht Sinn. Das ist cool. Fenrir Sword. 130 Wasserschaden gegen einen Gegner. 15% Chance, ihn sofort zu töten. Und Schaden von Wind- und Light-Skills sind um 10% noch mehr erhöht. Nicht schlecht. Das ist ein cooles Digimon. Das gefällt mir. Jetzt behalte ich sogar. Nehme ich dich mit? Ich glaube, ich nehme dich mit. Ich glaube, ich nehme dich wirklich mit. Das ist cool. So. Schauen wir weiter. Seid ihr noch nichts weiter? Da haben wir inzwischen genug Ability, aber ich glaube, ich brauche noch mehr. Wie viel Ability hast du jetzt? 32. Und ich schaue gleich nochmal. Ich glaube, ich brauche da nämlich um einiges mehr. Lizardmon auch noch nicht. Infermon. Kannst du momentan auch noch nichts was werden. Aber du brauchst auch nur Level 55. Dann schaffst du es. So. Hier noch irgendwas. Du vielleicht? Nö. Ja, Angewummern. Hier nehme ich einfach mal drauf, gucke. Ability 80. Ja, das muss ich nämlich jetzt mit dem Blackgatomon hier erstmal noch schaffen. Das heißt, Blackgatomon, du musst erstmal wieder dedigitiert werden. Damit ich dich dann nachher wieder aufdigitieren kann. Das geht am schnellsten. Ich muss mir nur merken, dass Impmon zu einem Blackgatomon werden muss. Ich hoffe, das schaffe ich. Ansonsten. Tyrannomon. So eine Metall-Tyrannomon, jawohl. Kannst du zu Gallantmon oder zu einem anderen Demon werden? Okay. Kyogreymon kannst du noch nichts werden. Gut. Ace Devimon. Könntest du zu einem Cherrymon werden, okay. Eher uninteressant. Allgemein jetzt nicht so die tollen Digitationen hier. Werden wir zu einem Demi-Devimon und schauen wir dann, ob wir da eine andere Digitationsreihe dann angehen können. Weil ich gerade hier noch nicht sehe, welche. Na gut. Haben wir ja wieder ordentlich Zeit vertrödelt hiermit. Ah, aber wir haben auch ein cooles Digimon dabei. So. So, jetzt Settings hier. Wenn ich den Namen ändern. Du bekommst jetzt den Billionär-USB, den ich anscheinend nicht mehr hier habe. Wo habe ich den denn jetzt hin? Ich habe ihn doch aber vorhin abgenommen, oder? Hm? Ach, sag bloß. Ich habe mir jetzt hier Mega Human Black gegeben. Settings. Das wird viel erklären, jawohl.
So, jetzt können wir da auch sehen. Def 127. Hoffen wir, dass es reicht. Ansonsten muss ich nämlich erst warten, bis ich wieder nach Eden komme und dann diese Decrease-Dinger wieder kaufen kann. Zumindest genug Kohle haben wir ja dafür. So. Und ich weiß sogar, was ich noch machen werde. Und zwar werde ich jetzt das Gatomon mitnehmen. Beziehungsweise in dem Fall jetzt das Impmon. Weil es in meinem Team natürlich schneller aufleveln kann. Und ich habe ja den Platz. Okay. Und direkt eine Cutscene. Dynasmon. Das Ding gibt's auch noch, stimmt. Ja, und ich habe auch ein paar Mega-Digimon dabei, nur mal so.大義を見失った者が勝利を得られるものか。叶うならば戦わずして解決したいのだが不可能だ。ことはもはやそのような段にない。現実世界を全て破壊するなど間違っているとは思わないのか。語るに及ばず、たとえ貴様たちの目に悪と映ろうと、私の歩むべき道、私が信じる道はただ一つ。 Okay, Dynasmon glaubt halt auch in seinen Art. Und denkt halt auch, dass er das Richtige tut im Endeffekt. Der will nur seine Welt beschützen. Der bleibt halt bei seiner Entscheidung. Okay, Dynasmon. Ein Daten-Digimon sogar. Was gerade nicht unbedingt das Optimalste ist für uns. Aber... wir haben einige Digimon, die dagegen gut funktionieren sollten. Betonung liegt auf sollten. Ich denke mal, mit den dreien sollte ich ganz gut ankommen. So. Zudem bist du auch noch ein Virus, wunderbar. Jawohl, das sieht schon besser aus. Alphamon natürlich weniger sinnvoll jetzt hier. Aber wir haben vor allem erstmal ein Speed Charge Field. Unserem allgemeinen Speed ein bisschen hochzutreiben. Dann haben wir ein Attack Charge Field. Oh yes. Und wir haben ein Death Charge Field. So, und schon sind wir erstmal ordentlich gebufft. Ich werde sogar nochmal einen Speed Charge machen, glaube ich. Weil ich jetzt nicht wirklich viel Besseres zu tun habe mit Metallgarurumon. So viel Schaden habe ich jetzt noch nicht, dass ich unbedingt eine Aura einsetzen muss. Und ich will mal sehen, ob das jetzt was bringt oder nicht. Momentan nicht offensichtlich. Mach erstmal noch einen Cross-Counter. Wenn du getroffen wirst, greifst du an. Wyvern's Breath, ja, der Angriff ist heftig. Der war wirklich etwas zu heftig, fast. Aber hey, Black Tornado. Mit etwas Glück reicht er schon. Fast. Das ist einfach krass, diese Black Tornadoes. Oder allgemein diese Tornadoes. Die machen so kurzen Prozess, selbst mit so starken Digimon. Puh. Das war einfacher als erwartet. Level Up für die beiden, für Shine Greymon, für Hackmon, für Wargreymon und natürlich Miotismon, Gigadramon und Valkyriemon. Holy Light 3. Was hast du nur am meisten Intellekt? Hast du 125 und Intellekt hast du auch. Schade, da ist eigentlich fast gar nichts. Kannst beides benutzen, relativ gut. Was auch nicht schlecht ist. Und ein Memory Up DX haben wir auch noch bekommen. Okay,
Ja. Viele, viele Krieger, vor allem so altgesottene Krieger, sind halt, wollen halt im Kampf sterben für ihren Sinn. Also, sie können sich nichts Besseres vorstellen als so ein Tod im auf dem Schlachtfeld. Und Dynasmon war anscheinend genauso einer. Okay, damit haben wir Dynasmon auch aus dem Weg gehauen. Jetzt momentan nicht mehr so viele, ich weiß es aber nicht mehr. Es waren glaube ich 13 wegen den Ritter der Runden, aber ich glaube es waren mehr. Und sie kümmert sich gerade um das Eis. Ja, sie mag anscheinend Süßigkeiten, aber warum auch nicht? Schade ja nichts. So, organize. Dann kommt jetzt ihr erstmal wieder rein. Wobei, mal gucken. Machen wir dich mal stattdessen rein. Und du brauchst ja auch noch die Cam so gesehen, aber... Schmeiß mal dich mal noch rein. War ich jetzt eigentlich gerade genug dabei, um rein theoretisch... Ja, ich könnte jetzt sogar die High Security 3 machen. Und komplett gegnerische Digimon eliminieren. Dass keine random Digimon mehr kommen. Noch mehr Memory Up. Wow. 210 könnte ich jetzt haben. Nutzen tue ich gerade mal 164. Ich habe ja jetzt mal richtigen Luxus hier. Okay, damit kann ich zur Lobby zurück. Damit kann ich zum 36. Floor. Ich gehe nur noch mal kurz zurück. Digitiere das Impmon. Vor und zurück für die Abilities. Danach machen wir gleich weiter. War ja auch für Miotis, muss ich mal gucken. Okay, da habe ich genug Ability dafür. Passt also. Du brauchst Intellekt und so ein Zeugs. Hm, mal schauen. Legatomon. Kann ich noch nicht mal, weil es 25% braucht. Das ist jetzt blöd. Dann muss ich da ein Friendship mal benutzen. Dabei um 25, das passt perfekt. Muss halt jetzt erstmal sein. Ansonsten komme ich hier zu nichts. Ich brauche einfach diese Ability-Möglichkeiten. So, 44 schon. Immerhin. So. Und weiter geht's. Auf zu Floor 34 war es, habe ich richtig gesehen? Oder war es 38? Weiß schon gar nicht mehr. 36 sogar, genau das dazwischen. Okay, neuer Floor, neue Gegner wahrscheinlich. Ich könnte sie eliminieren, ich möchte aber tatsächlich nicht. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Aufzug. Und da unten ist ein Aufzug. Piedmon und Puppetmon. Das sind natürlich interessante Gegner. Aber ich denke mal, den sollte ich ganz gut entgegenwirken können, ja. Bye bye, Piedmon. Alphamon ist halt auch so ein geiles Digimon. Momentan ein bisschen fraglich, was es noch so mit Alphamon auf sich hat. Im Anime.
Also jetzt in diesem, im Film-Anime im Endeffekt. Aber das wird echt noch interessant. Oh Gott, gleich drei Floorspanks, also vier gleichzeitig. Hier ist nichts weiter, okay. Dann 38. So, jetzt kann ich sogar einfach mal feindliche Encounter eliminieren für eine Zeit. Weil ich gerade tatsächlich kaum Sinn sehe zu kämpfen. Da auch mein Impmon gerade wieder auf Level 16 ist. Werde ich nämlich nachher auch gleich mal zurückgehen ein Stück. Und ihn wieder ein bisschen hoch und runter digitieren. Auch wenn es ein bisschen zeitintensiv jetzt ist. Das sozusagen währenddessen zu machen, aber... Naja, mein Gott. Ich kann ja einen kurzen Cut machen. Ich bin gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Ich habe das Impmon jetzt einfach mal ein bisschen weiter trainiert und mit Friendship dann auch noch hochgesetzt. Immer wieder mit den Hoch- und Runter-Leveln die Brave Points benutzt. Einfach nur, damit ich jetzt ein Gatomon habe, was ein 79 Ability hat, dann brauche ich mich da jetzt nicht weiter großartig drum kümmern. Außer, dass es ab und an mal im Kampf auch einsetzen sollte. Wegen der Cam. Also, ja. Mehr aber auch nicht. So, wir wollen jetzt hier in den Aufzug. Denn das wird der Aufzug sein, in den wir jetzt rein müssen. Frage ist, wo? Schauen wir mal. Hier, da haben wir auch einen Aufzug. Das sagt tatsächlich schon mal nicht allzu viel aus. Jetzt sind natürlich die ganzen Farms fertig. Naja, egal. Okay. Ich weiß, dass ich hier weiter muss, an dem Aufzug. Allgemein, also hier auf der Ebene irgendwie. Die Frage ist halt, wo? Probieren wir es einfach mal ein bisschen. Was anderes bleibt momentan erstmal nicht übrig. Und direkt ab. Na, du bist halt auch nicht sehr effektiv gegen die. Ah, macht trotzdem gut Schaden. Gut. Gut, gut, gut. Dann habe ich mich nicht beschwert. Ja, das war aber dafür sehr wenig. So, Legatomon, du bist jetzt auch nicht optimal als Gegner für dich, aber komm. Mein etwas. So. Damit ist nur noch ein Weigmon da. Ja, und es reicht natürlich nicht. Und ich sehe schon, komm, Arctic Blizzard haut jetzt Gatomon weg. Nee, geht sogar nur gegen einen, okay. Das sah aus wie ein Angriff, der auf mehrere geht. So. Sonic Void 3, Magieangriff. Ja, mal Burst Flame weg. So viele Skills brauche ich ja gar nicht. Auch wenn die Ability-Werte natürlich praktisch sind, wenn man einfach viel mehr Skills haben kann. Aber unbedingt brauchen jetzt in dem Moment auch nicht. So, hier mal was. Rosemon. BM. Battle Mode. Burst Mode. Burst Mode. Burst Mode. Was würde Sinn machen? Was war das? Memory Up? Schon wieder? Ernsthaft? Tatsache. Alter Schwede. Wie viele Memory Ups wir einfach nur bekommen in letzter Zeit. Und dabei brauchst du nicht mal so sehr. Na gut, wie zu erwarten war. War es so, dass wir jetzt in den Aufzug hier können. Schauen erstmal kurz eins nach unten. Aha. Da kommen wir auch zu einem Item und zu einem weiteren Aufzug. Okay, dann schauen wir uns erstmal die anderen Stockwerke an und entscheiden dann, ob wir den Aufzug da oben gehen oder ob wir hier erstmal weitermachen. Das scheint zumindest im ersten Moment die richtige Entscheidung zu sein. Ein Maschinengrammon und ein
Metall-Sitramon. Ja, der Schaden war gut. Jetzt muss ich aber erstmal beide Angriffe von denen überleben. Okay. Okay. Schon mal überlebt. Bei Katamon, wie gesagt, ist es momentan so ein bisschen... Ist das auch ja alles überlebt dann im Endeffekt. Ja, mach einfach das. Viele gute Angriffe für dich haben wir gerade nicht. Senna! Batz! Und gepanickt, wunderbar. Dann jetzt Machine Dramon erstmal. Insta-killen, wunderbar. Ja, und dann einfach mal zusehen, was den Mega-Sitramon macht. Auf jeden Fall nichts allzu starkes. Schlägt sich sogar selber, wunderbar. So, und damit war's. So, sehr gut. Die Level fliegen nur so. 62, 91, gut. Scheint Greymon dann auch irgendwann auszuwechseln. Was haben wir hier drin? Brave Point A. Okay. Metall-Etemon und ein Black-Sakuyamon. Wie heißt du? Kusuhamon, okay. Auch interessant. Das sieht halt genauso aus wie... ja. Ah, wie hieß sie? Sakuyamon? Ich glaube, es war Sakuyamon. Bin mir halt nicht ganz sicher. Ich habe es eben schon gesagt, Sakuyamon, aber ich war es mir nicht so ganz im Klaren darüber, ob das auch richtig ist. So. Einen Lichtangriff habe ich leider nicht. Geben wir einfach den mit. Und du darfst dann das Etemon erledigen. So. Noch ein paar Level-Ups für dich. Wunderbar. Und dann bräuchte ich nachher nur noch digitieren. Zu Lady Devimon und dann aufleveln. Und angemoben und muss ja auch noch die Cam hochbringen. Ah, es wird lustig. Und perfekt. Gut. Damit haben wir jetzt noch einen Weg zur Verfügung. Und genau das war es ja, was ich wollte. So, Shine Greymon einmal. Yogray Sword. Leider momentan halt immer noch nicht so stark wie Wargreymon im Endeffekt. Ich meine, wenn man ein paar Mal hintereinander Yogray Sword einsetzt, wird man wahrscheinlich dafür belohnt. Aber jetzt eben an diesem momentanen Stand eher so halb effektiv oder halb nützlich. So. Du heil mal bitte das Plagatomon. Und hast du einen Angriff, der alle trifft? Nicht wirklich. Komm, dann hau erstmal trotzdem ihn weg. Dann sammelt er wieder SP. Metallmeteor. Geh mal davon aus, dass das seine Spezialattacke war. So, jawoll. Ein Critical. Und wieder schön Level für euch. Imperialtramon Fighter Mode ist auch ziemlich gut jetzt schon dabei. Allgemein sind meine Digimon gut dabei. Genau, wir sind noch 37 weiter und hier war, glaube ich, der andere Aufzug. Richtig? Richtig. Gut, das heißt, ein Weg wird wieder weiterführen und die anderen sind dann mit Items bestückt. So wie der hier. Okay, wieder Machine Ramon. Um Shine Greymon so wirklich auszunutzen, müsste man halt mal wirklich einen längeren Kampf haben. Dann wiederum bei einem längeren Kampf war halt Wargreymon und Black Wargreymon immer noch sinnvoller bisher. Weil es halt einfach durch die Defensive durchbashen. Ich
meine, okay. Shinegoramon erhöht seinen Angriff, ne? Aber Borgelmon ignoriert halt einfach die gegnerische Verteidigung. Das ist jetzt die Frage, was von beiden ist besser bisher? Die Verteidigung ignorieren in meinen Augen. So, das war jetzt vielleicht nicht sinnvoll aufgeteilt, aber es sollte funktionieren. Ja. Gut. Leckartumon steigt schön weiter Level. Lernt gerade auch Power Energy 2, was ich aber einfach weggedrückt habe. Und jetzt noch das Item. Bioshop Disc. Was ist das bitteschön? Achso, das sollte hier was sein, ne? Ah, Bishop Disc, nicht Bioshop. Ich bin auch so ein Bioshop. Gut, dann würde ich aber langsam mal sagen, dass wir am Ende ankommen. So langsam von diesem Part. Ich denke mal, ich werde noch schnell schauen, auf welcher Ebene ich weiterkomme. Und genau dann werden wir den Part auch beenden. Beziehungsweise den einen werde ich ja noch abklären. So, Legatomon. Auch schon fast auf dem Level, wo es digitieren kann im Endeffekt. So, entweder geht es auf der 38 oder auf der 37 weiter. Das ist recht groß. Oh, gleich drei Digimon. Celestial Blade. Au, das hat weh. Natürlich konnte ich nicht escapen. Verdammt. Okay. Agathomon überlebt. Statusbarriere. Ich will eigentlich gerade nicht gegen euch kämpfen, aber irgendwie lasst ihr mich noch nicht weg. Finde ich nicht nett von euch. Also greife ich halt doch an. Hat natürlich wieder nicht gereicht. So, einer weg. Und Black Gatomon K.O. Na wunderbar. Chain Loss macht mir weniger. So, ich belebe jetzt nochmal Gatomon wieder. Natürlich trifft es Piedmon nicht. Aber hey. Das soll damit jetzt eh klappen. So, bye bye. Ich möchte jetzt eigentlich nur noch mal gucken hier. Wow. Gibt natürlich dementsprechend auch viele Erfahrungspunkte dann. Drei solche Mega-Digimon, ne? Also bekomme ich gerade mega viel Erfahrung. So, da war nichts, da oben ist ein Item, da ist aber auch ein Aufzug. Also schauen wir erstmal in die 37 noch schnell rein. Und ja, ich möchte escapen. Ach komm schon. Taisukai Mandala. Okay. Ich möchte nicht kämpfen, danke. So. Meine Digiline. Wir haben. Okay, wir waren am besten der beste Scheibenwischer in unserer Schule. Was auch immer. So,
erstmal da mal ein Item. Und sonst nichts weiter. Wir könnten runterhüpfen. Gut, dann vermute ich mal, dass es hier drüben weitergeht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir auf Floor 38 uns den nächsten Weg suchen. Also, bis dann.